Hallo. Hallo. Wie geht's? Danke, gut. Wie heißt du? Ich heiße Raluca. Wie alt bist du? Ich bin 10 Jahre alt. Woher kommst du? Ich komme aus Rumänien. Sehr gut, danke. Kannst du bitte die Geschichte lesen? Ja. Conny bekommt eine Katze. Conny malt ein Bild von einer Katze. Sie will das Bild Papa schenken. Conny macht eine Katze. Vor dem Auto sitzt ein kleines Katzchen. Papa nimmt die Katze. Als Papa nach Haus kommt, sieht Conny die Katze. Conny fragt die Katze, wie heißt du? Die Katze sagt Mau. Die Katze hat Hunger. Conny gibt der Katze Milch. Conny geht mit Mama in den Supermarkt. Sie kaufen Katzenfutter und ein Katzenklo. Conny sagt den Besitzer der Katze und hängt einen Zettel im Supermarkt auf. Conny zeigt Mau, wie sie Pipi machen muss. Mau lernt sehr schnell. Die Katze hat jetzt ein Bett. Sie legt ihre Pfote. Conny muss sich auch waschen und schlafen gehen. Am nächsten Morgen ruft Frau Becker an. Sie meint, die Katze konnte ihr Tiger sehen. Conny versteckt die Katze im Schrank. Aber die Katze macht viel Lärm. Mama findet die Katze und bringt sie zu Frau Becker. Frau Becker sagt, ja, das ist meine Katze. Sie ist ein Katzenbaby und läuft immer weg. Frau Becker fragt Conny, ob sie die Katze behalten möchte. Conny ist sehr glücklich. Conny muss noch ein paar Sachen kaufen. Einen Schlafkorb und einen Kratzbaum. Die Katze muss auch zur Tierärztin gehen. Conny und Mama kaufen alles ein. Sie nehmen aus das rote Halsband. Mama findet den Kratzbaum zu teuer. Die Tierärztin untersucht Mau. Sie hat Flöhe und bekommt dagegen ein Medikament. Opa baut für Mau einen Kratzbaum. Mau gefällt sehr der Kratzbaum. Die Katze ist sehr froh und alle lachen. Tschüss! Tschüss!